Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News und Com. Ach, komm, wo machst du? Jetzt bin ich denn bekloppt. Ich bin ja nicht bei Animations. Roller, Mann! So. Ah, Fortnite Daily Shop News und weitere News. So. Im Hintergrund hier. Ah, ja, guck mal, wo ich bin. Im schönen, wunderschönen Rom hier. Und da hinten Piazza Florenze. So. Wunderschöne Stadt hier. Ah. Amore, amore. Ah. So, Silenzio. Wir fangen jetzt an mit den News. Also, wir gucken jetzt mal erstmal rein. Es gibt, ja, die neue Sniper. Und die ist richtig, richtig geil. Suppressed Sniper. Ziemlich cool. Im Durchschnitt hat die, macht die Schaden so, also was heißt Minimum Schaden 100 bis 105. Das ist ein Mindestschaden. Und das Ding hört man halt wirklich gar nicht, ne? Das Ding hörst du nicht. Das ist schon ziemlich übel, muss ich sagen. Macht Spaß. Kannst jemanden snipen und er checkt überhaupt nicht, von woher die Schüsse kommen. Er sofort stand heute neben mir, hat geschossen und ich hab's nicht immer gehört. Also, es war richtig geil. So, dann gibt's weitere News hier. The Block ist jetzt ein, also ist jetzt von Kojak Number 2, ist ein neuer Block reingekommen. Eine Bounce Around Arena. Ja, wenn ihr Bock habt auf Rumspringen, dann springt doch mal da rein. So, dann haben wir hier Weapons. Suppressed Sniper Rifle ist hinzugekommen. 100 bis 105 Basis Damage. Der Trommelrevolver ist rausgekommen. Dann scheinbar, das haben wir nicht mitbekommen, aber wir haben heute nur Solid Gold gespielt, ist die Burst rausgeflogen. In der Common, Uncommon und Rare, also grau, grün, blauen Version. Ja, und was anderes gab es davon eh nicht. Also ist die Burst weg. Dafür sind die Dual Pistols reingekommen. Dynamit, die Droprate wurde um 40% reduziert. Ich bin froh, dass die sonst nichts daran geändert haben. Ja. Dann bei der Boombox, damit bin ich nicht einverstanden. Das reicht nicht, das muss noch mehr werden. Also, Droprate wurde um 33% reduziert. Sorry, Leute, aber was bringt das, wenn die Droprate reduziert wird, wenn weniger Leute die Scheiße haben und dafür stehst du dann da und kannst es nicht benutzen? So, also. Health reduced from 600 to 400. Ich wusste gar nicht, dass die überhaupt ein Leben haben, Lebensanzeige. So, dann haben wir Duration reduced vom, meistens stehen da eh drei Stück davon. Also, was willst du da machen? Da hast du dann 1200 wieder. Toll, toll, der Wurst. Bis du die runtergeschossen hast, die Scheiße, da ist sowieso alles kaputt. Duration reduced from 25 seconds to 18 seconds. What the fuck? 18 Sekunden sind immer noch viel zu viel. Ja. Wenn du 18 Sekunden nicht bauen kannst, bist du am Arsch in dem Spiel. Also sorry, Leute. Ey, macht das Ding runter, macht das auf 10 Sekunden von mir aus. Selbst das tut dann weh. 10 Sekunden nicht bauen können, ist in der Regel schon fast immer der Tod. Dann muss ich ja noch 18 Sekunden warten, bis ich komplett fertig gemacht werde. Also so ein Schrott hier. Boomboxen. Sorry, aber die Dinger regen mich einfach nur auf. So, dann haben wir hier diesen Stormwing. Und da bin ich, da muss ich sagen, finde ich gut. Auch den können sie von mir aus komplett rausschmeißen aus dem Spiel. Aber was sie jetzt angepasst haben, damit bin ich einverstanden, finde ich in Ordnung. Bin ich gespannt, ob das jetzt doch deutlich das Spiel verändert. So, wir haben nämlich jetzt hier zum einen den Knockback, den du bekommen hast, wenn du von so einem Ding getroffen wurdest. Der ist um 70% reduziert worden. Nee. Doch, der Knockback ist reduziert worden um 70%. So. Dafür wurde der Schaden, der an dem Stormwing gemacht wurde, wenn er mit irgendwelchen Sachen kollidiert ist, also zusammengestoßen ist, um 5% erhöht. Und der Schaden, den du bekommen hast, wenn du durch Gebäude durchgeboostet bist, wurde jetzt, also die Schadensreduzierung wurde von 5% auf 25% herabgestuft, das heißt also, kriegst jetzt mehr Schaden. 25% mehr Schaden, wenn du durch Gebäude durchboostest. So, dann ist der Streufaktor erhöht worden von dem Maschinengewehr dieses Stormwings und zwar um 75%. Und das ist ziemlich geil.
Damit ist es nämlich schwerer, irgendwas zu treffen. Ja, und das find ich auch ganz in Ordnung. Macht das Ding am besten, schraubt von mir aus das alles komplett ab. Die Leute, die sollen dann von mir aus auf den Flügeln hocken und sollen von dort aus schießen, wenn sie es hinbekommen. Selbst das geht ja und kann ganz schön wehtun. So, Stormwing Spawn, Spawning von denen wurde auf 80% gesetzt, von 100 auf 80%. Ich wusste gar nicht vor, also ja, okay, war vor auf 100%. Jetzt sind es noch 80. So, heißt also, es spawnt jetzt nicht mehr immer an den gleichen Stellen. Dann gibt es hier noch was mit dem Supply Drop und so weiter. Und scheinbar gab es einen Fehler, dass du mit dem Stormwing über die maximale Bauhöhe fliegen konntest, was natürlich auch ziemlich krass ist. Irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, das Ding, das geht dann einfach aus und dann fällst du runter und keine Ahnung, dann musst du wieder auffangen. Und deswegen bin ich gar nicht mehr so hoch geflogen. Aber wurde jetzt auch die maximale Höhe, Flughöhe, minimiert. So, dann sind wir jetzt hier schon bei den nächsten Infos, was die Turniere anbelangt. Leute, 9 Millionen Spieler hatten bei dem letzten Winter Royale Turnier zumindest mal bei der Qualifikation mitgemacht in Nordamerika und Europa. An 2 Tagen haben 9 Millionen Spieler mitgemacht. Und klar, dann haben die natürlich Bock drauf, das weiterzumachen. Das heißt also, es wird weitere Turniere geben. Das Coole ist, die haben jetzt irgendwann Anfang Januar, wenn die jetzt hier eine neue Mechanik im Spiel verbauen, was ihnen einiges ermöglichen wird. Also es wird dann wohl auch Live-In-Game-Leaderboards geben während der Events und es wird auch Knockout-Runden geben und so weiter und so fort. Also sie haben einiges vor. Leute, Epic Games, please. Ja, also ehrlich, macht sowas. Investiert eure Zeit in sowas und schmeißt dafür den Stormwing und die Boomboxen raus. Lasst doch den Schrott weg. Sondern ihr müsst, man muss nicht immer das Spiel interessanter machen mit so einem Schrott da. Und dann lieber sowas jetzt hier, weil das ist nämlich einfach nur geil. Wenn ihr euch auf sowas konzentriert, aufs Wesentliche, ja, dann wird das mit Sicherheit cooler als diese Scheißfliege. So, also, dann kommen wir jetzt auch endlich mal zum eigentlichen Ding, nämlich zum Shop für heute. So, dann gehen wir mal rein in den alten Shop von heute und da haben wir als allererstes den Taro. Also, heute nichts Neues drin. Der Taro. Hier. Ja, ich finde, der sieht schon ganz, ganz skurril und interessant aus irgendwie. Ja, ist so ein japanischer, so was weiß ich. Kann ich jetzt gar nicht genau sagen, was das sein kann hier. Auf jeden Fall, das Ding ist. Also sieht schon nicht schlecht aus. Der kriegt von mir 7 von 10. Dann gucken wir mal, wie sieht es denn eigentlich aus beim Taro? Was habt ihr denn dem Ding für Noten gegeben? Hier, da haben wir aktuell 4,27 von 5 bei 11 Votes. Okay. Die Nara finde ich persönlich jetzt nicht ganz so cool. Das Backpack ist schon ganz nice, aber. Inara an sich ist, finde ich nicht so gut wie den Taro und deswegen kriegt die Nara Taro, Taranarawo, kriegt von mir 6 von 10. Und dann schauen wir da mal rein, was hat denn die Nara bei euch bekommen? Ja, das sind 4,29 von 5 bei 17 Votes, alles klar. Dann haben wir hier noch hier den Gatekeeper, der kriegt von mir 7 von 10. Wie hört er sich an? Jakun, der Gatekeeper. So, und da ist der Gatekeeper. 7 von 10 kriegt er von mir. Und was hat er hier? 4,25 von 5 bei 4 Votes. So, jetzt kommen wir zu einem ziemlich coolen Gleiter. Sieht ein bisschen aus wie so ein Pokéball mit Hörnchen da vorne, ne? Hä? Seht ihr das? Sieht doch echt aus wie ein Pokéball, oder? So, ohne Scheiß. So, also auf jeden Fall der Fisch hier relativ cool. Fischi, Fischi, Fischi. Nice, und kriegt von mir, um es mal so mit den Worten von Stevie Star zu sagen, Fischi, Fischi, Fischi. Stellt euch mal vor, wenn er das Ding da runter schlucken würde. So, kriegt von mir 9 von 10, der sieht nämlich echt cool aus. Und das ist
Der da. Und der hat bei euch 4,83 von 5. Wow. 6 Votes. Alles klar, cool. So, damit sind wir dann auch schon hier durch. Inzwischen habe ich mich auch schon mit dem Slushy angefreundet. Slushy Soldier. Finde ich, sieht auch echt cool aus. Also hat was. Ohne Scheiß. Ich würde ihn zwar nicht spielen wollen, aber ich finde ihn trotzdem irgendwie cool. Den Slushy Soldier. Und er kriegt von mir 8 von 10. Was hat denn der Slushy Soldier bei euch bekommen? Wo ist er? Da. Ja, 4,04 von 5 bei 25 Votes. So, und dann haben wir hier, sorry, aber Leute, er sofort liebt die Icicle oder ihm gefällt sie sehr gut. Ich finde, ohne Scheiß, das Ding sieht aus wie so ein prähistorischer Zahnstocher von einem Riesen Vollwollmammut. Keine Ahnung. Also das Ding, das ist, das sieht doch scheiße aus. Ja? Also, sorry, Leute, also ehrlich, nee. Swing Tool. Nee. Sieht kacke aus. Und das kriegt von mir, ich weiß, gleich, was machst du denn da schon wieder? Spinnst du? Kriegt von mir 2 von 10. Aber ich mach das, ich sag, wie es ist. Wenn ich finde, der sieht scheiße aus, dann sage ich, der sieht scheiße aus. So. 4,33 von 5 bei 18 Votes. Und weiter geht's. Dann sind wir hier auch schon durch. Dann haben wir den Cloaked Star und den finde ich eigentlich ganz nice. Der geht von mir 7 von 10. Der Cloaked Star. Und hier hat er, was hat er hier? Der Cloaked Star hat 3,81 von 5 bei 43 Votes. So, Batsicle. Ja, die Idee finde ich ganz nice. Halt die Sichel da durch einen Baseballschläger. Leute, stell euch mal vor, da kommt einer mit so einem Basie angerannt. Ne? So eine Sichel durch so einen Baseballschläger darum rein zu hämmern und dann festzunageln ist schon irgendwo interessant, ja, aber ich möchte es eigentlich nicht, ne? So, also, ich finde, sieht auch nicht so toll aus, das Ding. Ist nicht so toll. Kriegt von mir 5 von 10. Die Bätzikel kriegt von mir 5 von 10. So, bin ich gespannt, was hat die Bätzikel? Ah ja, also steht ja ähnlich. Also 3,23 von 5 bei 31 Votes. So, passt. Sind wir uns doch einig. So, Jolly Roger ist, ja, Standardgleiter mit Skull and Bones oben drauf. Von Skull and Bones halte ich nichts. Morgen stehen sie bei mir vor der Tür. Die Leute in den schwarzen Anzügen und den Sonnenbrillen. Damit abgeführt. So. Also. Geh zurück an die Yale-Universität. Skull and Bones, Jolly Roger kriegt von mir einen von 10. Also damit sie mir nicht allzu böse sind hier. So. 3,33 von 5. Jolly Roger. Seid ihr auch nicht so mega begeistert von. So, jetzt kriege ich wieder auf die Fresse. Jetzt kriege ich wieder auf die Fresse, ehrlich, ohne Scheiß, ich weiß. First Strike Specialist, hier wieder eure Schwitzer-Skins, ne? Wieder eure Schwitzer-Skins. So. Aber jetzt mal ohne Scheiß, guckt euch doch mal den Arm an. Das sieht doch aus, als will der Zebra machen oder was? Bist du in der Savanne oder wie? Oder hat er irgendwie was, weiß ich, ist ihm irgendwie die Sonnenschutzcreme ausgegangen und also Tarn und Tarnfarbe ist das nicht. Definitiv nicht. Das sieht scheiße aus. Was hat er denn da? Haifische hat er. Haifische hat er auf seinem Halstuch. Das sieht doch kacke aus, Leute. Aber andererseits, also wenn ihm jetzt nicht gerade die Sonnencreme ausgegangen wäre, ja, dann wäre er ja nicht ganz so schlecht, gell? Also ich gebe dem Ding hier 5 von 10. Tut mir auch fast ein bisschen leid, dass er hier so viel Sonnenbrand bekommen hat. 5 von 10 für den First Strike Specialist. Wo ist er denn? Da. So, was haben wir da? Was haben wir da? 3,88 von 5 bei 8 Votes. Okay, alles klar. So, das ist der. Dann haben wir hier den Crisscross. Da ist der Crisscross.
Naja, ich finde den Crisscross jetzt nicht so super geil. Ne? Er ist nicht schlecht, aber ich finde ihn jetzt nicht so. Ja. Crisscross gibt von mir 7 von 10. Nein, 7 von 10 muss reichen. So, 4,33 von 5 bei 9 Votes. So, für den Crisscross. Und dann haben wir noch den Slow Clap. Den finde ich cool, muss ich sagen. Kriegt von mir 9 von 10. Den habe ich auch schon ein paar Mal gezeigt bekommen vom Herrn Sofort. Das tut weh. Ich sag euch, das tut echt weh, wenn du Scheiße spielst und kriegst dann so ein Slow Clap da auch noch ab. Also, 4,3 von 5 bei 10 Votes. Ja, Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare. Abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht getan haben sollt. Und schaltet nächstes Mal ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News. Mit mir nehmen wir gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.